Pfifferling in 1A-Qualität. Auspacken, mitnehmen, das ist wirklich wie Weihnachten. Hier nochmal eine detailliertere Aufnahme. Fingerhut. Fichtenspeichel. Obacht, aufpassen. Ah, wunderschön bist du. Schöne, knackige, kernige Flockenhexe. Denkst du, wir haben was gefunden? Also, ich glaube nicht. Gold. Mich verrückt her. Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Und ich muss sagen, endlich mal wieder zu einer Pilztour. Ich bin heute im Nordschwarzwald unterwegs. Ein bisschen ist schon was im Körbchen gelandet. Mitte, Ende Juni und wir schauen mal, was sich so finden lässt. Auf jeden Fall, letzte Woche gab es ja schon zweimal so 4-5 Liter Regen in der Nacht. Jetzt vorgestern kamen hier 15 Liter runter. Und wer weiß, vielleicht reicht es, damit die ersten Fruchtkörper hochdrücken und loslegen. Die Funde vom Aufstieg blende ich euch noch kurz über. Eine schöne, knackige, kernige Flockenhexe ist im Körbchen gelandet, auch madenfrei. Ja, sie sind wesentlich madenfreier oder weniger bewohnt als vielleicht ein Fichtensteinpilz, aber wenn wenig anderes dasteht, gerade im Sommer, doch durchaus schon mal sehr gut bewohnt. Und dann haben wir noch Perlpilze, die ja in der Regel immer bei mir komplett verwurmt sind, gefunden. Die zwei waren es nur zur Hälfte vom Stiel hoch, der Hut dürfte noch was für ein Verzehr sein. Und jetzt Leute, also Intro haben wir ja auch schon gedreht, ich bin schon komplett am Grinsen und will es euch zeigen, wir haben sie gefunden, echte Pfifferlinge. An einem mir bekannten Standort, hier ist sehr schattig, es liegt einiges an Eichenlaub auf. Ja, da sind die Pfifferlinge da. Der größere Fruchtkörper im Hintergrund, der steht, denke ich, schon seit ein paar Wochen. Pfifferlingsfruchtkörper wachsen ein bisschen langsamer als von anderen Pilzen. Und wenn wir uns das anschauen, hier geht es auch noch weiter mit ganz kleinen neuen Fruchtungen. Das decken wir auch wieder zu, dass es schön feucht bleibt. Aber der große hier darf definitiv mit. Und schaut euch das mal an. Das ist wirklich Pfifferling in 1A-Qualität. Der Geruch, es wird noch intensiver, wenn sie ein bisschen im Körbchen sind. Ich bin ja absolut pfifferlingsverliebt. Dieses Pfirsich-Aprikosen-Aroma oder Duftgeruch, einfach herrlich, geil. Wir gucken mal, was wir hier noch finden können und wie sie aussehen. Und ich nehme euch in der Detailansicht mit. Da haben wir die nächsten zwei oder drei, je nachdem, wie man es nimmt. Herrlich. Wow, schaut euch mal den Kavenzmann an. Mein Finger zum Vergleich, der wird nur wesentlich größer. Ja, und wir tun jetzt hier das Laub alles aufwühlen oder so. Aber vorsichtig hin. Könnt ihr das sehen in der Bildmitte? Ab und an lugt hier etwas raus. Okay, wir gehen mal vor. Hier habe ich eine Freifläche entdeckt, da kann ich reintreten, hier rüber schwenken und euch jetzt hier sagen live beim Auspacken mitnehmen. Das ist wirklich wie Weihnachten. Uiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Da wird wieder Gold geschürft im Schwarzwald. Schaut mal her. Nadja, Gruß geht raus an dich, Pilzcoach Badenweiler. Die hat mich heute schon wieder ein bisschen eifersüchtig gemacht, sozusagen, mit ein paar Pilzbildern oder Pfifferlingsbildern aus dem Südschwarzwald. Da gab es schon mal ordentlich mehr Regen. Das Entscheidende ist wirklich, wenn man Pfifferlinge im Sommer ernten möchte, Feuchtigkeit, also dementsprechend Regen und Niederschlag. Ja, also Gruß geht raus an Nadja. Wir können hier auch. Und wir können sogar sehr gut. Wow. Zur Stelle kommt wieder zu. Unser Pfifferling, ein Leistling, herablaufende Leisten hier, queraderig. Das sind keine Lamellen für die Pilzanfänger, die zuschauen. Wundervoll, da geht mir wirklich das Herz auf. Ich bin am Dauergrinsen. Die dürfen aber noch ein bis zwei Wochen auf jeden Fall stehen bleiben. Müll mitnehmen auf jeder Tour, mindestens ein Stück. Und das lohnt sich, denn man wird, wenn man zum Müll geht, wirklich meistens, ohne Witz, kam schon ein paar Mal bei mir vor, dann mit tollen Pilzfunden belohnt. Nummer 1, 2 und die 3. Wenn ich mir das so anschaue, kommt wahrscheinlich der Daniel vom Kanal Pilzfieber demnächst vorbei. Ne, Daniel? Jetzt sind wir in so einem kleinen Fichten-Tannenstück. Hier wird viel gefällt. Ich habe hier ein paar gute Fichtensteinpilzstellen. Die erwarte ich jetzt lange noch nicht, aber... Ja, wir haben zwar schon zwei gefunden, hier kann ich aber euch noch mal welche zeigen, zwei Perlpilze.
Einen nehme ich mal kurz. Also unser Perlpilz gehört ja auch zu den Knollenblätterpilzen. Daher, wenn man sich auch hier ans Bestimmen ranwagt, immer das Entnehmen des ganzen Pilzfruchtkörpers, auch mit Stielbasis, ganz wichtig. Pilze rausdrehen oder abschneiden, ihr wisst, das ist dem eigentlichen Pilz, dem Myzel im Boden, vollkommen egal. Wir entnehmen hier die Fruchtkörper. Wichtig ist, die Stelle zuzudrücken und sich nicht dabei zu verschlucken. Und rausdrehen oder abschneiden, Pilz egal, bestätigt auch eine Studie aus der Schweiz, die habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Was möchte ich noch zum Perlpilz sagen? Also grundsätzlich, Leute, von Pilzen mit weißen Lamellen, wenn ihr Anfänger seid, am besten die Finger lassen. Da gibt es tödlich giftige drin und auch ganz viel Verwechslungspartner. Ja, wir haben es schon mal angesprochen, sie sind relativ madig momentan oder bewohnt, zerfressen, momentan im Stiel. Aber hier der Hut, der könnte mitkommen. Zur Not wird dann auch mal im Wald kurz halbiert und ja, ich zeige es euch mal in der nahen Sicht. Der hier kommt auch mit. Der Gang geht bis hier hoch, das werde ich wegschneiden. Allerdings, wenn da schon Tierchen gefressen haben bzw. Gänge drin sind, kann das wieder schon mal der Start einer Eiweißzersetzung sein. Kann, muss nicht. Wenn die Tierchen hier schon eine Woche lang am Arbeiten sind, ist der Effekt natürlich ein anderer, wie wenn sie jetzt erst einen Tag hier am Schaffen sind. Aber so, das kleine Stückchen kommt ab. Dann gilt es noch zum Perlpilz dazu zu sagen, Huthaut bei vielen Leuten unverträglich. Die lässt sich mal mehr, mal besser oder mal weniger gut hier abziehen. Die Unverträglichkeit macht sich vor allem durch so ein Kratzen im Hals auch bemerkbar. Also wer den Perlpilz verzehren möchte, Huthaut auf jeden Fall ab. Ja, hier stehen noch ein paar rum. Einige haben schon Trockenschaden. Wir schauen mal, was wir noch finden können. Aber ich bin sowieso schon mit dem Pfifferling sehr zufrieden. Sieht ein bisschen aus wie Alien-Eier oder Fischrogen. Obacht, aufpassen, die sind weiterhin unterwegs, vor allem wenn es mal ein bisschen geregnet hat. Nächster Pilzfund, ich glaube, er ist nichts mehr für die Küche, aber wir schauen ihn mal an. Blautöne, pinkliche, lilane Töne. Ja, der Hut hat ein bisschen was von Trockenheit oder Fraßschaden abbekommen. Wir nehmen ihn, sehen, wir haben einen Pilz mit Lamellen. Wir haben so einen leicht zugespitzt zulaufenden Stiel und wir haben Lamellen, die nicht brechen. Ja, was ist es dann, wenn es ein Täubling ist? Hier haben wir einen Frauentäubling. Bleibt aber im Wald. Ja, er bleibt da, weil er einfach auch schon gut oder zu gut bewohnt ist. Der nächste Pilzfund und auch der nächste wird er von den Amanita-Vertretern. Wer ein Verwechslungspartner von unserem Perlpilz oder auch vom Pandapilz, der wieder tödlich giftig ist. Hier am Wegrand, voll in der Sonne, kommen sie hoch. Da haben wir die Nummer 1. Wir sehen auch noch hier sehr schön die Velumreste auf dem Hut. Und hier drüben, die lassen sich auch ein bisschen besser filmen, haben wir die nächste Parade oder Brigade von Wulstlingen. Auch sehr schön hier in verschiedenen Wachstumsstadien. Da ist der Hut noch nicht aufgeschirmt und hier wurde schon ausgespornt. Holen wir uns mal einen raus. Im Gegensatz zum Perlpilz haben wir an Fraßstellen oder Verletzungen hier keine rötliche Färbung, auch nicht hier knapp unter der Huthaut. Was wir aber wieder haben und was das mit wichtigste Merkmal ist, um ihn auch von einem Pandapilz abzugrenzen, wir haben hier einen Ring oder eine Manschette mit einer leichten Längsriefung. Ich hoffe, die Längsriefung ist einigermaßen erkennbar. Hier nochmal eine detailliertere Aufnahme. Deswegen ist auch die Pilzbestimmung oder auch nur Tipps via Bild und Video abzugeben ganz schwer möglich. Man braucht da hochauflösende Aufnahmen. Und generell eine Verzehrsfreigabe ist eine Foto- oder Videobestimmung niemals. Auch wenn man sich 100% sicher ist, ja, das ist ein Fichtensteinpilz, das stellt nie eine Verzehrsgabe dar. Und wenn ihr Pilzcoaches oder Pilzsachverständige kennt, die sowas machen sollten, Pilze nur mit Foto freigeben, ich halte es für sehr unseriös. Aber mal zurück zum grauen Wulstling. Also wäre prinzipiell ein Speisepilz. Aber ja, ich habe ihn, glaube ich, schon mal zitiert, mein Pilzbuddy Johnny. Der hat da auch gesagt, schmeckt nach Dreck, schmeckt muffig. Und so geht es vielen anderen auch, die ich kenne, die ihn probiert haben. Bleibt also im Wald. Entweder hier wieder an die gleiche Stelle. Ich bringe hier aber nebenan etwas erhöht aus. Kann der Wind hier
weiter durchsausen und die Sporen ein bisschen weiter verteilen. Wichtig ist, dass ihr jetzt aber zum Beispiel da nicht so hinlegt, also immer sozusagen in der ursprünglichen Wuchsrichtung bleiben. Ah, wunderschön bist du. Das Licht spielt dazu. Oh Gott, ist das beautiful. Da rasch ich komplett aus. Der nächste Pilzfund. Wir sind gerade auf dem Steinpilz-Wahnsinnweg, wo ich mit dem Daniel schon ein paar Mal unterwegs war. Aber ja, Steinpilze erwartet man nur nicht. Dafür gibt es Hexen. Schaut es euch mal an. Zwei herrlich knackige, kernige Hexen mitten auf dem Weg. Ja, die Begeisterung verschlägt mir schon die Sprache. Also, das ist eine flockenstielige Hexe, wirklich Bilderbuchzustand. Flocken, am Stiel wirklich Flocken. Ich blende euch was über, da ist kein Netz zu sehen. Ganz wichtiges Bestimmungsmerkmal. Der Hut kann manchmal ein bisschen verschiedene Farben haben, diverse Brauntöne. Da würde ich mich nicht so arg festlegen. Aber ganz sicher sind die Flocken. Und das hier sind, okay, da haben schon ein bisschen die Schnecken gefressen, zwei absolute Bilderbuchexemplare. Toll. Ich mache noch eine kleine Nahansicht davon. Ah ja, wir sind heute überwiegend oder fast ausschließlich auf saurem Boden und im Nadelwald unterwegs. Und hier haben wir den nächsten Fund. Ein Röhrling, wie man erkennen kann. Ich drehe ihn mal raus. Und ja, auch schon hier ist heftig gefressen worden. Wo ist er? Da. Die Käferchen sind nicht allzu wählerisch. Wir erkennen noch ein bisschen hier die rötliche Färbung am Stiel und auch ein Netz. Hier haben wir einen Verwechslungspartner von unserem Hexenröhrling, den Schönfußröhrling. Der ist auch tatsächlich giftig und unverträglich, soll allerdings vom Geschmack her wirklich sehr bitter sein, damit man, also man wird die Verwechslung scheinbar schon merken, bevor man ihn verzehrt hat. Oder vollständig verzehrt hat. Weiterhin gilt aber, wenn bei euch ein Pilz im Kochtopf oder in der Pfanne landet, seid euch bitte zu 100% sicher, dass es der entsprechende Speisepilz ist und dass er auch in einwandfreien, perfekten Speisezustand ist. Better be safe than sorry. Ich muss schon lachen, der Spruch kommt auch nur einmal die Saison. Man kann jeden Pilz essen, aber vielleicht eben nur einmal. Ab und an blitzt es im Grün-Blau auf. Gemein sind die Heidelbeeren, die wilden Heidelbeeren. Da sind die ersten reif. Und ja, wirklich satt machen tut's nicht. Ist aber ein cooler kleiner Wegsnack. Und wegen Fuchsbandwurm braucht man nicht so viel Angst haben. Zum einen hilft ein Blick in die Statistik, sich irgendwelche anderen Sachen zuzuziehen, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher. Und zum anderen, wo macht denn der Fuchs eigentlich sein Geschäft hin? Der macht es, würde ich mal behaupten, seltenst, jetzt mitten in Blaubeer-Heidelbeerfeld. Der Fuchs sucht sich eher Erhöhungen, wie zum Beispiel hier an den Baumstamm oder auch so einen Baumstumpf oder auch mal einen Baum, der hier komplett quer aufliegt. Da wird auch mal ganz gern drauf markiert. Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel. Das ist das Feedback, was ich mal von einem Förster dazu bekommen habe. Hier haben wir den Fichtenspeigel. Und sind gerade in der Rheinebene in den Spargelfeldern unterwegs. Was ist da los? Der Fichtenspeigel kommt hier sogar in größerer Zahl hoch. Da haben wir auch noch einen. Und das ist eine Pflanze, die keine Photosynthese macht. Wie? Keine Photosynthese? Ganz einfach. Der Fichtenspeigel ist mykotroph. Ansonsten kann ich so langsam keine Perlpilze mehr sehen. Ein, zwei Pfifferlingsstellen werden noch abgegangen. Es ist ja immer noch zu trocken oder die Auswirkungen von der langen Zeit ohne Regen deutlich zu merken. Aber ja, gleich der Fund mit den Pfiffis. Ich bin immer noch am Strahlen. Hier an der Stelle ist die Chance auf Pfifferlinge eher gering. Das weiß ich schon seit letztem Herbst. Hier wurde ein Kahlschlag gemacht. Was man dann aber sieht, bei so einer freien Fläche hier im Schwarzwald kommt dann sehr schnell der Fingerhut, was hier so pinklich blüht. Ist schon eine ordentliche Menge. Ich habe es teilweise auf Pionierflächen schon mal ein bisschen dichter gesehen. Sonst ein Fingerhut, Giftpflanze, aber sehr, sehr beliebt bei den Hummelchen und bei den Bienen. Die tauchen ja richtig rein und die Blüten fangen dann auch so ein bisschen zu wackeln vom Gewicht der Hummeln. Kann man sich noch ein bisschen beobachten, was fürs Auge. Und wir gehen jetzt mal Richtung Tourende. Eine zuverlässige Pfiffi-Stelle haben wir aber noch hier am Hang.
badischen Urwald hier. Einmal hier für euch und jetzt ungeschnitten. Also ich kenne die Stelle. Und da stehen zwei, ne, sogar drei. Hier erkennen wir allerdings schon deutliche Brauntöne. Der Fraßschaden stört mich nicht unbedingt. Einen habe ich mal rausgeholt und ja, man kann das erkennen. Der hier hat schon einen Trockenschaden gehabt, sich jetzt wieder durch den Regen mit Wasser vollgesaugt, ist aber leider schon in der Zersetzung und wird auch nicht weiter wachsen. Ich freue mich trotzdem, dass es hier an dem Standort oder an der Stelle auch fruchtet. Hier werde ich mal ja in 3-4 Wochen wieder vorbeischauen, wenn es weiter feucht bleibt und ansonsten erst wieder im Herbst. Wenn ihr den Kanal oder mich unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne mit dem Däumchen nach oben machen, wenn das Video euch gefallen hat. Einen Kommentar da lassen, die Werbung vor dem Video vielleicht mal durchschauen, ein kostenloses Abo, die Videos teilen, weiterempfehlen und so weiter. Dankeschön dafür, ja, und danke auch für alles, was ihr schon getan habt. Ich zeige euch jetzt nochmal die Funde. Ich habe sie schön übersichtlich hingelegt. Lass mal die Kamera mal kurz drüber schwenken. Ein Frauentäubling hat sich noch zu den Perlpilzen dazugesellt. Da haben wir nochmal einen wirklich im besten Alter gefunden, der auch im Stiel wirklich, ja, madenfrei ist und unbewohnt. Nebendran hier unsere schönen Hexen, nochmal mit dem Datum auch der heutigen Tour. Und die zwei sowas von kernig. Aber auch der große Fruchtkörper, ne? Nochmal zur Erinnerung, die Fruchtkörpergröße per se hat nicht unbedingt was über das Alter auszusagen, geht immer die Merkmale durch und gerade bei Röhrlingen die Druckprobe am Hut. Hier bleibt keine Delle da. Und dann natürlich nochmal das absolute Highlight für mich, die Pfifferlinge, echte Pfifferlinge. Und dieser leichte, ganz leichte trockene Hutrand hier jetzt, und auch bei dem kleinen Exemplar, das kam alles von der heutigen Tour. Also das sind keine alten Trockenschäden. Luftfeuchtigkeit, ja, überwiegend sehr, sehr gering oder nicht vorhanden. Dementsprechend mit dem Vorzeichen, ich habe nicht viel Pfifferlinge erwartet oder überhaupt welche, bin ich mehr als zufrieden für eine Juni-Pilztour. Ansonsten würde mich wie immer interessieren, was findet ihr momentan in eurer Region? Genaue GPS-Koordinaten braucht man nicht dafür. Ist aber einfach immer spannend, der kleine, ja, Vergleich hier unter Pilzfreunden. Ansonsten folgt noch Opas Reaktion. Und ich bedanke mich immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Projekt, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Denkst du, wir haben was gefunden? Also, ich glaube nicht. So, dann fangen wir mal an. Hoppla, Satan. Neue Hexeröhrling. Ah, Hexe. Satan können wir nicht essen. Hexe-Hexe-Lehrling, ja. Verwechselt, ja. Auch ein Hexeröhrling und ein Fester sogar. Boah. Das war nicht der Sechste, das noch geschrieben. Ja. Aber jetzt. Das ist ein guter. Das ist sehr gut. Aber Opa, jetzt der ganze Stolz. Ich habe nämlich nicht damit gerechnet. Was? Guck her. Gold. Wie verrückt her. Frische. Schwarzwald. Pfifferlinge. Hä? Gibt sie jetzt schon? Die gibt es jetzt schon. Aber dass es überhaupt gibt, ohne den ganzen Regen, da? Ja, sag mal, hey. Ja. Also, dass mal wissen, wie viel. Wenn die Leute immer fragen, zwei Opa-Hände voll. Ja, ja, Opa-Hände, mein kleine Hand. Ja, ja. Da kannst du da drauf legen. Also das war eine Stelle, die war ganz, ganz feucht, das wusste ich. Mit viel Laub und der Regen jetzt halt, ja. Da, ah, oder? Zerfressene, ah, Hex. Oh, ja. Und Perlpilze. Die hast du neu probiert. Neu. Von denen waren ein Haufen da, aber da ist halt, ne? Der Großteil von denen ist madig, der ganze, ja, Stiel, ja, madig. Du kannst nur den Hut essen. Aber immerhin, ne? Also ich meine, für Hochsommer und das Wetter, was wir gerade hatten, bin ja ich ganz zufrieden. Ja, aber die Zeit darfst du doch nicht rechnen. Also sowieso als Bildsammler darfst du die Zeit sowieso nicht rechnen. Das ist super. Ja. Also, Überraschung geglückt.